GameTastical. Gaming is our passion. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTastical AD. Ist euer Raphael und ich habe heute einen weiteren Part, Part Nummer 2 von unserer neuen FIFA 14 Serie. Sie heißt Road to Weltmeister und genau das wollen wir hier auch erreichen. Wir haben ein Bronze-Silber-Team, haben uns im letzten Part durch die beiden Tore, wir haben leider 3-2 gegen so ein Team verloren, welches aus Spielern bestand, die einfach nur eine Stärke hatten und das war Rennen. Mehr konnten die einfach nicht. Jetzt kommen gleich wieder die Kommentare. Bei FIFA müssen die Spieler schnell sein. Ja, habt ihr recht. Wir haben auch schnelle Spieler im Team, ist ja auch richtig. Und wir haben uns ja Brückner und Stiepermann geholt, aber beide werden wir erstmal einmal nicht einsetzen. Wir belassen jetzt erstmal bei den Bronzespielern und wollen mal sehen, wie das dieses Spiel bleiben wird. Brückner und Stiefermann bleiben auf der Bank und wir starten jetzt mal hier ins Spiel und suchen auch erstmal einen Gegner. Und da sehen wir uns gleich wieder. Die Regeln kennt ihr ja bereits zu dieser Serie. Bis dahin. So, da haben wir unseren Gegner gefunden. Goldenes Team. Momentum, bitte, bitte, bitte. Hoffentlich kriegen wir es mal. Wäre schön, wenn wir hier ein bisschen bevorzugt werden gegenüber den Gegner. Ich muss leider jetzt doch Online-Saison spielen. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Online-Einzelspiele machen. Funktioniert jetzt leider nicht. Da EA meint, man muss keine Gegner finden. EA sagt sich einfach, nö, du, der Raphael, der kann mal eher woanders spielen. Da brauchen wir kein Online-Einzelspiel. Der kann schön Online-Saison zocken. Das sagt er sich. Das sagt sich EA. Also insofern spielen wir hier dann eben Online-Saison Liga 2 mit diesem Team. Ich freue mich einfach nur richtig drauf. Weil das einfach nur, das kann nur ein Fail werden. Was anderes kann das gar nicht werden. Wenn die uns hier nicht nach Strich und Faden auseinandernehmen, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Aber ich wollte euch selbstverständlich hier Part 2 zeigen unserer neuen Serie. Und hier erstmal das Abseits. Haha. Da kann ich nur auslachen mit seinem Scheiß Dieter Thal. Ich schieße ja immer direkt aus dem Abseits ins Tor. Aber jetzt dominieren wir ihn hier einfach. Bis jetzt. Dann verlieren wir eben den Ball. So. Knoll. Komm schon, Knoll. Da musst du nachsetzen. Da musst du mal den starken Linken rausholen. Wir haben hier richtig den Zugriff aufs Spiel. Nee, haben wir noch nicht. Natürlich nicht. Ja, ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Einen großen Clown. Deswegen bin ich so positiv gestimmt heute. So, jetzt versuchen wir aber hier mal ein bisschen unser Spiel aufzubauen. Bröker da schön auf Plädel. Und da lassen wir ihn stehen. Und da kommt Dux zum Kopfball. Nein, kommt er nicht. Sehr schade. Das wäre hier die Chance gewesen schon vielleicht, hier in Führung zu gehen. Und jetzt müssen wir mit Marvian Saar und so enorm aufpassen gegen Mario Balotelli. Aber kein Problem. Günther klärt das. So, Erik Durm. Der einzige wirklich Nationalspieler derzeit in unserem Team. Mit einem fast guten Ball. Bröker war sich da ein bisschen zu schade, nochmal den letzten Sprint anzusetzen. Und das Team ist natürlich viel stärker. Die sind viel stärker als wir hier mit unseren Bronzespielern. Deswegen wird das natürlich für uns auch schwerer, hier dann die Punkte zu erzielen. Da legen wir auch direkt mit 1-0 hinten. Aber gut, wie gesagt, gegen so ein Team ist das natürlich ziemlich hart. Mit Bronze. So viel Momentum kann man gar nicht kriegen. Geht gar nicht. So spendabel ist EA nicht. Ja, das Video kommt ein bisschen später. Ihr merkt das sicherlich. Normalerweise kommt das Video ja immer um 14 Uhr. Aber da wird sich auch in Zukunft eine Änderung ergeben. Wir arbeiten gerade an einem neuen Upload-Plan. Wird ein bisschen alles optimiert. Aber dazu gibt es dann Näheres auf Twitter und Facebook in Zukunft. Falls ihr uns da noch nicht geliked habt oder uns noch nicht folgt, tut dies bitte. Links findet ihr oben im Kanal Banner. Und Twitter würde ich euch auch so ans Herz legen, bitte euch, falls ihr noch keinen Account habt, vielleicht einen anzuschaffen. Man kann da wirklich noch besser kommunizieren als über Facebook. So, und jetzt hier schönes Kombinationsspiel, aber die Spieler sind einfach noch nicht spritzig genug hier. Sehr schade. Aber da merkt man vielleicht den Klassenunterschied.
Und da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen versuchen, ein bisschen das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Wie gesagt, für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Ich habe hier noch nie mit einem Bronzeteam gezockt bei diesem FIFA-Teil. Oh, mal schön von Dux. Ah, oh, Knoll, der ist Linksfuß, das hätte gepasst. Leider Gottes funktioniert das nicht. Und da Marvin, Marian Saar. Oh Gott, und Ballo Ibabo. Ibabo. Einer der überpowersten Spieler überhaupt im Spiel hier. Pledel. Cuadrado, der kann auch nichts außer rennen. Ein Spieler, der angeblich, an dem ja angeblich die Bayern interessiert sind. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, hier für 42 Millionen für diesen Mann auf den Tisch zu legen. Bei allem Respekt, aber das ist er in meinen Augen einfach überhaupt nicht wert. Und ja, Pledel, Fieser, im letzten, letztens hat er ja einer drunter geschrieben, ein Arminia Bielefeld-Fan, dass Fieser hier der beste Mann ist. Mal schauen, wie lange er noch im Team verbleibt. Sehr schön, Bröker. Aber die Flanke ist halt auch einfach nicht so gut. Aber wir sind nicht so unterlegen, als dass wir hier sagen müssten, wir hissen hier die weiße Flagge. Und die weißen T-Shirts hat ja eh der Gegner an, deswegen gehen wir mal hier auf Angriff mit Rot. So, Günther. Au, aus, schade. So, Cuadrado wieder. Wie gesagt, die einzige Stärke ist die Laufstärke. Ja, kein Frage. Ja, für uns, das denke ich aber auch. Das hat der Schiri genau richtig gesehen. Ja, da war ein böses Foul. Da habe ich sogar einen Biss gesehen von Cuadrado. Da habe ich sogar einen Biss gesehen. Aber den hat der Schiri anscheinend nicht gesehen, deswegen ist er immer noch auf dem Platz. Die Pässe sind grandios hier. Schade. Wir sind jetzt ja drei Leute frei. Er spielt an dem, auf den, der am weitesten weg ist. Bröker mit der Balleroberung direkt wieder weg der Ball. Durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Knoll. Auf Dux. Dux wieder nach, ins Mittelfeld. Sehr schön, aber. Die Bälle sind einfach zu weit. Oder kann man Elfmeter geben? Kann man Elfmeter geben? Das ist Dux umgefallen im 16er. Wir wollen doch hier auch eine Chance haben, einen ernsthaften Torschuss mal zustande bringen. Bröker. Bröker. Sehr schön auf Pledel. Er zeigt hier seine Offensivqualität. Und was ist das? Und der Schiedsrichter sagt, das war abseits. Ist doch lächerlich. Schiri, das ist doch lächerlich, oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein. Hier überall abseits direkt zu pfeifen, nee. Da muss ich sagen, das ist weit übers Ziel hinaus. Balotelli. So, Fieser, da ist er wieder, der Mann von der Arminia. Aber auch das hilft ihnen in diesem Fall nicht sehr viel. Bei einem so renommierten Club zu spielen. Königke mit der Flanke. Ja, Königke macht das gut. Und jetzt muss er da sein. Brücke. Jawohl. Tor. 1:1 hier. 41. Minute. Und damit dürfen wir wieder mal unseren linken Flügelspieler um 1 aufwerten. Naja, wollen wir mal sehen. Wieder um 1, sag ich, um 3 aufwerten. Das heißt, wir können uns einen 70er kaufen. Fürs linke Mittelfeld. So. Er macht seinen Job richtig gut und entscheidet diesen Angriff des Gegners. 1:1 gegen das Serie A-Team. Unglaublich. Gute Leistung von uns. Super Flanke. Und da steht er einfach vollkommen frei. Und da ist schon wieder die Führung. Da ist schon wieder die Führung für unseren Gegner. Sehr schade. Die Freude hat nicht sehr lange angehalten. Aber wir haben ein Tor geschossen. Das heißt, wir dürfen wieder den Linksaußen verbessern. Wir nähern uns Marco Reus langsam an. Das ist natürlich das Optimum.
Und da liegt er auf dem Boden. Ja komm, steh doch auf! Simuliert doch da nicht rum! Steh doch auf, Mensch, hier geht's um Leben und Tod! Balotelli! Und da lupft er! Und der geht rüber! Na sicher! Weil er nichts kann! Der Mario! So, Gral! Auf Durm! Ja, Durm, schön gespielt! Schön gespielt auf Duxch! Der muss es machen! Der muss es machen! Der macht! 2:2! 45. Minute ist das denn zu fassen. Stürmer plus 3, sehr schön. Wir gewinnen hier die goldenen Glasscherben. Was ist das denn gewesen? Anschlusstrick, was bist du denn für eine Lusche? Was bist du denn für eine Lusche? Mach der Anschlusstrick. So, ja, ja, da kommt man ein bisschen hier in Rage natürlich. Wenn der Gegner stark überlegen ist, da kommentiert man hier auch mal ein bisschen anders die Spiele, als wenn sie so knapp sind. Knoll auf Bröker. Duxch verliert den Ball, schade. Durm muss das verteidigen. Verteidigt das, aber es gibt Elfmeter. Oder gibt es Elfmeter? Gibt es Elfmeter? Bitte Offensivfoul. Nee. Ah, Durm. Wird da abgepfiffen. Oh, es gibt Freistoß. Es gibt Freistoß. Das ist für uns natürlich nur gut. Oder auch nicht gut. Gut, nicht gut. 3:2 wieder hinten. Sehr schade. Na, direkter Freistoß verwandelt hier aus ungefähr na, 17 Metern schätzungsweise. 17 Meter vielleicht, wenn man da den direkten Weg zum Tor nimmt. Den hat er aber nicht schlecht gemacht, hat er schön oben in die Ecke gehauen. Der kleine Dinatal ist ja auch ein Wunder, dass der Junge bei FIFA noch so eine hohe Bewertung hat. Normalerweise kennt man es von EA, dass sie dann doch den alten Leuten eigentlich ganz gerne mal, also alt ist jetzt auch relativ, mit 30 ist man, oder über 30, gut, Dinatal ist über 30, im Fußball ist man da alt, deswegen sage ich mal hier den alten Leuten, dass man denen einfach auch ein bisschen was von der Wertung abzieht, egal wie gut sie nun in echt sind. Das ist bei Dinatal nicht so, überragende Werte. Weiterhin, Jahr für Jahr, bin gespannt, wie das bei FIFA 15 aussehen wird. Ah, kein Abseits, gut gesehen vom Gegner. Und Balotelli, ja, und jetzt muss es das nächste Tor geben, das gibt's auch. 4:2. Königke, was der kann, ist rennen. Das war's aber auch bei dem Jungen schon. Aber der ist Bronzespieler, der darf das. Wir haben uns bis hierhin eigentlich ganz gut präsentiert, glaube ich. Wir spielen gegen einen extrem überlegenen Gegner. Ja, komm, brauchst nicht loslaufen. Machen wir das Ding. Oh, und da geht Königke nicht entschlossen genug zur Sache. Und daraus resultiert dann auch der Ballverlust. Ah, schade. Duxch will da direkt aufs Tor ziehen. Kein Erfolg. Knoll. Königke. Versuchen Sie, sich freizulaufen. Königke. Ah, schade. Aber jetzt, wir bleiben hoffentlich am Ball. Nein. Jetzt läuft der Konter. El Shaarawy. Balotelli. Und der ist einfach, der ist schwer zu stoppen und er macht das Fünfte. 5:2. Jetzt wird es dann doch, der immer mehr nimmt es jetzt hier den Verlauf an, den man eigentlich erwartet hätte. Ja, danke. Danke für den Ball, großzügig von dir. Wäre nicht nötig gewesen. Das war eigentlich ein Foul. Warum pfeift der Schiri solche Zweikämpfe nicht? Ich kenne das eigentlich, wenn ich mit meinem sehr, sehr guten Team, also Spanien-Team spiele, dass solche Zweikämpfe eigentlich gepfiffen werden. Hier ist das nicht der Fall. Da sagt der Schiri vielleicht, ja, den kennt eh keiner, dann macht das nichts aus. Aber da muss man durchaus mal entschlossener zur Pfeife greifen. Königke. Ah, schön gespielt auf Knoll.
Oh Gott, und da spielt man, da drückt man A für den Zweikampf. Und das wird natürlich gespeichert. Und wenn man dann letztendlich am Ball ist, wird der Pass gespielt, den man dann in diesem Moment gar nicht mehr spielen will. Ja, schön, schön, schön. Generell kein sehr hochklassiges Spiel, auch wenn es hier 5:2 steht. Ibarbo, ja, ja, komm. Wer so einen Jungen spielt, der braucht mir nichts mehr erzählen. Und Cuadrado, ja, der macht es nicht, der macht es nicht. Ich sag doch, nur Pace. Mehr kann er nicht. Bisher ging ja nicht viel zusammen. Oh, schön gespielt auf Brücker. Der mit 1,87, der ist zwar auch ein bisschen schnell. Schöner Ball von Brücker auf Duxch. Der kann nicht verwerten. Immer noch einen Freistoß geben. Das muss doch mal langsam einen Freistoß geben hier. Kann nicht wahr sein. Di Natale auf Balotelli. Sehr schön verteidigt von Erik Durm. Wir sind jetzt hier ein bisschen besser wieder im Spiel. Duxch auf Bröker. Warum ist Duxch nicht da, wo er hingehört? Nämlich im Sturm. Nein, warum setzt denn da keiner nach? Sehr bitter. Königke macht das gut, aber Sharabi setzt sich da durch. Königke mit dem Zweikampf. Und Durm wieder. Der macht seine Sache wirklich gut. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Fieser, Knoll. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Und jetzt Einwurf. 10 Minuten haben wir noch Zeit, hier vielleicht noch ein Tor zu schießen. Da bleibt er wieder am Boden liegen. Oh Gott, und was war das denn von Günther? Was macht Koray Günther denn da? Und wieder dasselbe von Balotelli, nach innen ziehen und abschließen. Nein, diesmal schafft das nämlich nicht. So, Königke. Der ist schnell. Und wenn Duxch jetzt auch ins Zentrum zieht, dann gibt es die Kopfballmöglichkeit vielleicht. Nochmal gegrätscht vom Gegner. Das heißt doch nicht, dass die Sache hier erledigt ist. Knoll auf Königke. Sehr schön. Und jetzt muss die Flanke kommen auf Duxch. Und ah, der macht die nicht rein. Nochmal eine gute Chance. Beide nicht verwertet. Sehr schade. Kein Abseits von Di Natale. Und schön geklärt von Saar. Brücker. Ah, die Pässe, die sind natürlich in der Vollendung nicht so genau, wie man sich das an der einen oder anderen Stelle vielleicht wünschen würde. Crisito. Durm. Oh, Königke. Schaffen wir nochmal eine Flanke? Kriegen wir es nochmal hin? Ah, schön gespielt. Duxch am Ball. Findet der Brücker, der findet Brücker. Knoll, was ist denn hier los? Die kriegen einfach den Ball nicht hinter die Linie. Die kriegen den Ball einfach nicht hinter die Linie. So, was ist da los? Abgepfiffen, Spiel vorbei. Nee, abseits. Kriegen wir noch eine Chance? Wir bräuchten eine, um vielleicht noch einen Stürmer, einen Spieler aufwerten zu können. Den Stürmer dürfen wir ja schon verbessern. So, und jetzt Marchetti am Ball. Oh, oh, da geht noch was. Ah, abgepfiffen vom Schiedsrichter. Schade. 2:5 verloren. Wir schauen mal eben, wer die Tore gemacht hat. Ich glaube, der Linksaußen und der Stürmer waren es. Und da dürfen wir uns natürlich zwei neue suchen. Das werden wir dann auch tun. Wollen wir mal sehen, wenn das jetzt hier weitergeht. Na komm schon. Stadion Amsterdam Arena, ihr habt es gesehen. Ja, da regnet es nicht. Ich spiele nicht so gerne bei Regen. Da verliere ich immer nur, wisst ihr? Deswegen spiele ich da einfach nicht. Man muss die Risiken minimieren. So, Duxch und Brücke haben getroffen. Das heißt, wir dürfen uns einen neuen Linksaußen und einen neuen Stürmer kaufen. Jeweils
um 3 aufgewertet. Leider haben wir nicht gewonnen. Das heißt, alle weiteren Aufwertungen entfallen. Wir haben schon 2 auf der Bank mit Brückner und wen hatten wir noch? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal eben gleich in der Mannschaft schauen. Und dann suche ich mal Ersatz und werde diesen Ersatz euch gleich präsentieren. Bis gleich. So, den Ersatz haben wir uns mal eben rausgesucht. Wir haben einmal Timo Werner, heißt er, glaube ich, vom VfB Stuttgart. 17 Jahre alt, wird damit, glaube ich, der jüngste Spieler in unserem Team. Links außen 89 Pace, das ist natürlich nicht schlecht. Wir suchen mal das W und finden es unter dem J. Und dann machen wir hier mal so weiter. Wie gesagt, Timo Werner, ich glaube, er ist ziemlich gut. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, heißt er nicht Tobias Werner. Aber warum 61er? Warum 61er, Timo Werner? So, Timo Werner hat ja ein kleines Upgrade bekommen. Er hat jetzt 69. Deswegen habe ich mich gerade gewundert über die 61. Und ja, hier ist er. Wir suchen uns mal einen netten aus hier mit Maximalpreis. Irgendwas so um die 7,5 oder was er wert ist. Gucken wir mal eben. Und als zweiten Spieler, den werde ich euch gleich präsentieren, ein Stürmer. Das sind jetzt die ersten beiden Silberspieler, die wir auch selber spielen lassen. So, Timo Werner, wir finden sogar welche für 6.000. Ah ne, der 61er. Da haben wir den 61er, den wollen wir nicht. Der war auch noch Stürmer. Haben wir nochmal Glück gehabt. So, 7,4. Da werden wir wohl welche finden, nehme ich mal an. Ja, da haben wir ein linkes Mittelfeld. Das ist nicht so schön. Lieber links außen direkt, sonst zahlen wir da noch für die Karte drauf. Gehen wir mal hier auf 8.800, dafür Position direkt LF. Und finden sicherlich auch da einen Timo Werner, sicher. Nehmen wir auch direkt mit Sniper, sehr schön, als Chemistry Style. Den weisen wir zu. Und spielen selbstverständlich mit ihm links außen. Das war's für Bröker. Und Spieler Nummer 2, den wir holen werden, den wird wieder, das wird wieder einen hier besonders freuen. Den netten Herrn. Unseren Arminia Bielefeld. Bielefeld. Ja, Arminia Bielefeld. Freuen wird das sehr freuen. Für den neuen Stürmer. Und das wird auch zugleich der erste Inform werden, den wir haben. Im Sturm. Wahrscheinlich rätselt er jetzt schon. Wer wird es sein, aber vielleicht weiß es auch einfach schon. Dann nehmen wir Klos in den Sturm, in Form Klos. Hat eigentlich ganz gute Werte. Aber der Inform kostet natürlich auch ein bisschen was. Wir brauchen den Stürmer. Ganz klar. Und schauen jetzt mal, ob wir den auch für 35.000 kriegen. So ungefähr steht er wohl drinne. Nehmen wir mit. Fabian Klos. So, das müsste reichen. Und dann haben wir den ersten Inform-Spieler bei uns. Da ist er. 28.500 Sniper. Nehmen wir mit. So, packen wir ein. Zweiter Mann von Arminia Bielefeld bei uns. Wir müssen aber Siege feiern, sonst können wir nie den Rest der Mannschaft und die Defensive verbessern. Sonst haben wir da nämlich ein kleines Problem. So, Klos kommt auch in die Mannschaft. Da werden wir ihn auch im nächsten Spiel in der Stammformation sehen. Ja, den packen wir in den Verein. Und damit hat sich das auch erledigt für diesen Part. Ja, wie gesagt, leider zu spät. EA hatte Wartungsarbeiten durchgeführt. Aber besser spät als nie, sage ich mal. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Mir macht diese Serie wirklich viel Spaß. Angelegt auf 20 bis 30 Folgen wird es, glaube ich, geben. Wie gesagt, FIFA bekommt in nächster Zeit vielleicht einen neuen Sendeplatz. Aber dazu auf Facebook und Twitter mehr. Wie gesagt, da sehen wir uns und ansonsten hoffentlich im nächsten Part auch. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticle.de. Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA.